Hi und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sims 4. Braveheart geht's gut, das ist schön. So, wir haben Magie gelernt letzte Folge. Ja, wir müssen scheinbar... Hier können wir nicht nach Folianten suchen, ne? Wir können halt einfach zum Beispiel... Hier könnte man experimentieren. Oh, Inhalt ausleeren. Inhalt ausleeren, wer hat denn den Scheiß gemacht hier? Oh, Fatih. Makaroni und Käse fortsetzen. Ja, dann mach das doch. Oh Gott. Ja, das müssen wir reparieren. Das mache ich eben. So, nee. Warum gehen wir zu Braveheart? Haben wir keinen Service? Oder Maria, das ist dein Problem. Haushalt. Service engagieren. Kindersitter-Service. So. Oh, unser Begleiter. Er ist ein Feini. Der Moppel. Ach, ich bin froh. Moppel ist ein Magierhoppel. Oh. Schaut ihn euch an. Er ist so ein niedlichen. So, wir plündern Teile. Ja, was? Magie? Ah, nee. Oh, Lux. Teile plündern. So. Und dann können wir ja vielleicht hier dann das blitzblank. So, ich will einfach mal ein bisschen zaubern. Vielleicht bringt das was. Ich weiß nicht, ob davon die Leiste steigt oder so. Ja, weiß ich nicht, scheinbar nicht. Aber wir können Magie üben. Funktionale Magie. Ich will erstmal die funktionale Magie. Ich halte das für sinnvoll. Ach, übrigens, ne? Während wir üben... Warte mal, was kann Efi machen? Wir machen ja schon mal Futter. Gut. Und Efi kann noch mal in den Baum. Einfach, damit sie auch was zu tun hat. Wir haben immerhin Sonntag... Sie kümmert sich um ihr Baby. Hoffe ich. Wir üben. So, und der Vater. Er kocht Makaroni mit Käse, scheint aber sehr anstrengend zu sein. Normal, okay. Alle Portionen nehmen. Machen wir mal. So. Und dann können wir da gleich experimentieren. Was stand da? Mega Vitaldünger. Okay, ja gut, das ist nicht so wichtig. So. Und haben wir irgendwas gelernt? Aktiver Begleiter. Das Selbstbewusstsein von Sandra wird durch ihren Begleiter gestärkt. Begleiter machen deine Magie stärker und schützen dich auf bisher noch ungeklärte Weise vor dem Sensenmann. Cool. Dekoriert, Frühaufsteherin, heimisch. Was haben wir noch? Ziemlich lecker. Okay. Was macht Maria? Oh, guck mal, Efi hilft. Efi räumt auf. Maria holt sich einen fließenden Oolong-Tee, Hammer. Was macht der Vater? Schlafen? Er joggt, um schlafen zu gehen, okay. Ja, soll er machen. Was hat Fatih eigentlich noch für Ziele? Er wollte was verdient haben. 75.000 will er verdient haben. Er muss Fatih noch ein bisschen ran, ne? Das dauert nicht so lange. Das mit den Aktionsplänen abstimmen, wäre auch noch cool. Vielleicht können wir ja jemanden anrufen. Ich finde, wir sollten ein paar Leute einladen. Sozial einladen. Leute, die wir gut kennen. Vielleicht die drei einfach, weil wir die am besten kennen. Da wird es wahrscheinlich am einfachsten gehen.
Schelmisch zu Lena sein. Ich meine, wir holen die ja eh gerade her, das können wir bestimmt. So, einladen, abzuhängen. Nicht alle kommen, Willi ist gerade beschäftigt. Ist nicht schlimm. So, wir experimentieren jetzt. Drei verschiedene Zauber kennen. Und Gehilfin-Rang erreichen. Okay. Ah. Zippies. Omsa. So, Efi geht in den Baum jetzt. Und Maria trinkt noch ihren Tee. Die Leute sollten gleich ankommen, ne? Ach, da ist sie schon. Guck mal. Warte. Freundlich. Interessen? Nein. Mehr Auswahl? Nein. Tiefgründig? Auch nicht. Smalltalk? Auch nicht. Tratsch? Auch nicht. Komplimente? Auch nicht. Interessen? War es ja auch nicht. Hobbys? Boah, das ist echt anstrengend, ne? Diese Sachen immer zu finden. Also was? Überzeuge ein Sim. Wie geht das? Oh. Während der Abstimmungsphase öffne die Simologie in der Sim-Info-Leiste, um dir den Abstimmungsplan anzusehen. Ja, das hilft mir gar nicht. Aktion Unfug. Wir wollten schelmisch zu ihr sein. Also ganz ehrlich, machen wir erschrecken. Das wollte sie ja machen. Mal gucken. Geht es hier bei ihr? Rami, Konzept präsentieren. Freundlich. Interessen. Eine Auswahl. Beschwerden. Schwierig. Sandra hat ein neues Zaubertrankrezept entdeckt und eine Probe abgefüllt. Ein Zaubertrank großes Glück wurde zu ihrem Inventar hinzugefügt. Na, schauen wir mal. Großes Glück. Ein Zaubertrank, der bewirkt, dass man bei alltäglichen Aktivitäten nützliche Dinge findet. Türkis und Baldrianwurzel werden gebraucht dafür. Oha, da wissen wir jetzt, wo wir die Steinchen brauchen. Cool. Ein neuer Trank? Fein, probieren wir es aus, sagt der Begleiter. Finde ich auch cool, ganz ehrlich, das gönnen wir uns direkt. Warte, falscher Sim. Wo ist der Trank? War der hier? Großes Glück. Trinken. Okay. Wir machen mal einfach mal ein bisschen was Alltägliches. Wir verkaufen ja immer alltäglich Sachen. Vielleicht findet man dabei was. Keine Ahnung. Hör mal, ich habe keine Ahnung. Verbessern. Upsali. Können wir auch nochmal verkaufen. Ich gehe mal kurz die Runde hier, ne? Ihr kennt's. Eva geht durch das Portal. Okay, ein Kristall. Alles klar? Ich glaube zwar jetzt nicht, dass wir beim Verkaufen Sachen finden, aber egal. So, Maria hat wieder mal nichts zu tun in ihrem Leben. Ja, was muss sie denn noch machen? Immer noch die Leute dazu bringen. Ja, aber wie sollen wir das machen? Wo sind denn die Freunde hin? Zocken?
Die vom Spiegel. Über ein neues Buch reden. Keine Ahnung. Wir machen jetzt einfach irgendwelche Sachen. Okay. Unterhaltung. Bewunderung ausdrücken. Lustig. Huch, sie ist teleportiert. Freundlich. Smalltalk. Babyfotos teilen. Hüftstoß, lol. Das würde ich ja gerne sehen. Von Herstellung schwärmen. Okay. Warte, wir sind hier fertig. Ich muss weitermachen. Das könnten wir nämlich noch machen. Pflegen. 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 So. Hier kann man verkaufen. Tantiemenbericht. Oh, was? Beim Gespräch mit... Was stand da? Maria wurde durch das Gespräch mit Lena über die Herstellung nicht inspiriert. Okay. Mehr Auswahl, freundlich. Ich weiß es halt echt nicht, ne? Sie geht. Kann ich sie nicht noch ein bisschen voll labern? Yanabi! Dromus? Or a babe! Yibs! Varix and Nobby! Oh, so! Ich weiß es echt nicht. Plus? Klaktoy. Are we Beth? Gefühl erhalten. Dass du dir Zeit für mich nimmst, bedeutet mir wirklich viel. Ich wollte nur, dass du das weißt. Michi Parsifei. Bin Ibao. Das Buch. Michi Parsifei Froben. Pifatau Bifongi. Bluehane. Sanzizi Katuni. Was haben wir gesagt? Warte mal. Ein Unfug schwärmen, okay. Konzept präsentieren. Oh, keine Ahnung, sie geht jetzt. So, oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich gegen das Mikrofon gehauen. Jetzt habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, wann ich denn die Folge beenden muss. Moment mal. Okay, gut. Ich habe es ungefähr im Kopf. Muss ich mir nur merken. So, haben wir schon was Besonderes gefunden? Bei unseren alltäglichen Sachen? Ich glaube nicht. Ich würde sagen, wir brauchen einen Pilzgarten. Irgendwie kann man hier die Pilze reintun? Warte mal. Hier geht's nicht. Okay. Warte, ich habe andere Ideen. Wir können hier die Blaubeeren zum Beispiel auch mit darüber nehmen. Aber ich würde gerne dann noch eins davon haben. Geht das irgendwie? So einfach? So, und dann nehmen wir mal die Blaubeeren. Ne? Ah! So. Okay, so, und dann kann man da schon mal zum Beispiel die Dings reintun. Ich will gerne noch ein bisschen was hinpflastern. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute Idee ist, ja, aber ich fände das gar nicht schlecht, wenn hier noch welche stünden. Geht das?
passt sogar noch, guck mal. Das machen wir ein bisschen weiter dahin. Ja. Okay, warte, was wollen wir denn da drin haben? Schokobären, die nehmen wir. Und was noch? Himbeeren. Okay. Ich finde, das müsste reichen. Habe ich jetzt durcheinander genommen? Tomatenstrauch. Oh. Ich habe 2 Blaubeeren und 2 Tomaten genommen. Lol, sorry, wartet mal. Das muss ich nochmal machen. Was bist du? Tomate. Okay, warte. Die Tomate kommt zurück. Und die können wir direkt dahin wieder mitnehmen. So. Sorry, das war mein Fehler. Geht sofort los. Okay. Hallo? So. Und dann schauen wir mal. Wir haben hier also diese Pilze. Ein davon. Ein davon. Hat nur noch was? Nicht so, ne? Erstmal, oder? Habe ich noch irgendwas übersehen? Okay, auf jeden Fall Pflanzen. Nein, nein, nein. Da drauf. So, Pflanzen. Das ist gut. Gut, sie ist immer noch beschäftigt. Efi. Efi hat ja ein bisschen was bekommen. Das drückt sie uns jetzt alles sehr freundlich ab. Weil sie das nicht braucht. So. Gut. Efi könnte Hausaufgaben machen. Und sie wünscht sich halt noch Freunde. Wir müssen halt noch irgendwie Leute kennenlernen, ne? Ja. Ich guck mal, ob wir hier irgendwie auf den Spielplatz können. War da irgendwo einer? Wo war denn hier das Klettergerüst? Peise, was immer. Hier. Da. Efi geht jetzt hier hin. Rumhängen. So. Maria ist konzentriert. Baby schläft. Ja, Maria guckt dann ein bisschen in die Sterne. Das ist okay. Wir haben eingepflanzt. Das ist auch okay. Ist sie bereit? Melken. Und Lami? Ist immer noch nicht hier, ne? Ist Lami jetzt einfach weg? In wessen Inventar ist er? Bin ich blind? Was ist das? Hat hier irgendwelches Essen im Inventar? Ist es immer noch der Burger von damals? Ich sag da nichts zu. Die kommen in den Kühlschrank. Ich traue dem Braten nicht, Leute. So. Da gammelt auch noch irgendwas herum. Na? Reicht noch nicht? So. Okay. Hier ist Milch. Und wo ist Lami? Ich bin echt verwirrt. Pong, abgelaufen, wegwerfen. Schikapulli. Okay, den können wir auf jeden Fall Gertrude anziehen. Einkleiden mit das. Aber ich schwöre euch, Lami ist nicht da. Gertrud. Oh mein Gott, du bist so süß. Du bist so ein süßer Gertrud. Ja. Schau dich an. Oh. Guck mal. Die ist voll der Feini. Sich wärmen? Nein. Nach Einrichtung wühlen. Machen wir 2-mal. Ihr kennt den Drill. Futter auffüllen wäre auch nicht schlecht. Geht gar nicht. Ja,
Ich bin jetzt ein bisschen... hat sie das im Inventar? Auch nicht, ne? Bin echt verwirrt, Leute. Echt verwirrt. Aufräumen. Elektronischer Zeichentisch, ja. Hm. Kommunales Konzept entwerfen, hör mal. So. Zusatzaufgaben. Üben? Weiß ich nicht. Ich lasse sie irgendwas machen. Teil für Sanitäranlagen, okay. Ja, Lami ist trotzdem weg, ne? Sollte das so sein? Kaufen. Aktionen. Verbessern. Wisst ihr, was ich hier falsch mache? Egal, ich will mal Geisterkerzen machen. Geht gar nicht. Okay, ich bin noch zu schlecht vielleicht. Wir wollten Zutaten kaufen. Sojawachs. Kaufen wir auch noch ein bisschen was hier. Nicht nur Maria will Kerzen machen, ich will auch welche. So, und dann Kerze herstellen. Handgezogene Kerze. Einfach so. Okay. So. Fatih ist schlafen gegangen, das ist okay. Wann muss Fatih arbeiten? Heute noch nicht, morgen erst. Lena verpieselt sich. Ja, wir konnten die jetzt nicht überzeugen. Das wundert mich halt wirklich. Aber wir hätten das Foto machen können, als wir schon außerhalb waren. Eine Kreuzsticharbeit anfertigen. Und Schokoladenkuchen bringen. Okay. Kreuzstich können wir noch machen. Nach Muster sticken. Einfach. Großer Ring. Regenbogen. So. Wir machen Kerzen. So geht das also. Oh. Emilia Ernest, ich habe gehört, dass du deine Zauberkraft gestärkt hast. Möchtest du dich auf die Probe stellen und dich dem und dich auf dem Duellgelände mit mir duellieren? Reich der Magie. Nein, möchte ich nicht. Jetzt auf jeden Fall noch nicht. Glück des Magiers. Wegen Zaubertrank großes Glück. Hast du da ein glückliches Händchen? Sims erhalten Zutaten oder Geld, wenn sie am Kessel experimentieren oder andere Interaktionen im Haushalt durchführen. Okay. Level 5 der Geigenfähigkeit erreicht. Eva kann jetzt Country-Lieder spielen. Okay, da bin ich mal auch gespannt, wie sich das noch entwickelt. Jetzt niemanden kennengelernt bisher, ne? Das ist eine erwachsene Frau. Alles erwachsene Menschen. Ich schau nochmal. Im Umkreis ein bisschen. So, ich habe die Kerze fertig. So, kann ich jetzt Geisterkerzen machen? Immer noch nicht. Maria hat wieder nichts zu tun. Freundschaft schließen. Oh, Maria, ey, die beschwert sich nur. Ja, wie soll ich denn irgendwas davon erreichen? Hausbesitzer zu Stromwasserkosten befragen. Ich auch nicht gemacht, aber sie kann uns befragen, ne? Ich
bin doch Hausbesitzer, oder? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, was ich gedrückt habe. Konzept präsentieren. Mhm. Nee, das geht bei mir gar nicht, glaube ich. Level 3 der Kreuzstichfähigkeit erreicht. 14 Kreuze? Das ist doch was für Anfänger. Sandra hat sich auf den nächsten Level gestickt. Sie kann jetzt Kürbisse, Pilze und Beeren sticken. Wer hat behauptet, dass man nach draußen gehen muss, um die Natur zu genießen? Ja. Hast du für einen Kinderservice gesorgt? Besser ist das, hör mal. Oh mein Gott. Arvini, Fushar Pumiaug, Gamarish Brihe, Akruts. Über Interessen reden. Boah, wir können einfach mal ein bisschen drauf losquatschen. Chilo Penive Baima, Flazel Pelka, Binfahab, Bayumi. Aha. Tiefgründige Gedanken. Unterhaltung. Exenoi Zons? Okay. Wasusa? Jensiba? Karu? Zarzuya? Oh, Shersha! Snibara Watanini? Es kommt nicht auch zufällig irgendwie hin. Flizza? Karenzi? Busharb? Dabishi Slekam? So. Kankuya? Gotha? Okay, der Vater ist wieder wach. Er ist schon Piesing gegangen, das ist gut. So, was macht denn der Vater noch? Aha. Ein Tee. Okay. War ich zu faul, das zu putzen? Geht das? Magie? Blitzblank. Das ist voll cool. Ich guck nur, ob man irgendwas noch magisch verändern kann oder so. Was? Leben in die Bude bringen. Ach so. Inspiriert, okay. Warum ist das jetzt dazwischen? Das ist nicht unser Bier. Das kann Maria machen, ganz genau. Du gehst zum Baby. So, Efi hat hier bis abends geübt. Es ist keine Sau da. Niemand kennengelernt. Geschenke. Geschenk geben. Okay, scheinbar nicht. Ja, dann kann Efi mal auf Toilette gehen. Und danach schlafen. Ja, warte, wir auf Bank. Dann lasse ich sie erstmal nach Hause kommen. So, sie kümmert sich. Hiranga. Oh. Das ist schon schön. Und Fabi, Nubu. Und Fabi. Oh, na, Shaya. Schau mal. Jumala. Das ist schon niedlich. Oh. So, der Vater hat Hunger. Was braucht der Vater noch? Programmieren soll er. Okay. Ja, das kann er vielleicht noch machen. Er ist ja noch nicht sehr müde. weiter Handy-App programmieren. Ah, er unterbricht das Essen. Aber gut, er hat ein bisschen gegessen. Sie stickt noch fertig.
War ja eh die Aufgabe, das sollten wir ja machen. Falls sie stellt das Essen einfach ab. Oh, meine Nase juckt sehr. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Oh. Ich weiß noch nicht, was da los ist. So, Maria, wie wär's denn, wenn du mal was schreibst, ne? Schreibt mal ein Genrebuch und zwar über für Kinder. Uff. Sie muss sehr dringend aufs Klo. Gute Nacht, Nachtlicht. Jeremy hatte einen tollen Freund, der über ihn wachte, wenn er schlief. Sein treues Nachtlicht namens Theodolphius war eine echt helle Leuchte. Nein! Okay, den Rest müsst ihr euch denken. Diese Dinger sind einfach zu kurz. Ich sag's euch, wie es ist. Bluffy! Ah! Magie, Reparatur. Kann man das besser machen? Das will ich ja sehen. Braveheart hat großen Hunger. Wenn man sie nicht bald füttert, wird dieses Baby abgeholt. Was? Warum fütterst du dein Kind nicht? Heilig nicht. Okay, wir machen das nochmal. Selber einfach. Babypflege, Windel wechseln. Level 2 der Herstellungsfähigkeit erreicht. Sandra kann jetzt einen Esszimmerstuhl und einen Gartenstuhl mit dem Fabrikator herstellen. Außerdem kann sie hergestellte Objekte verschenken. Okay, gut. Gut zu wissen. Wir können auf uns den Blitzblank-Zauber machen. Bluffy! Die schreien voll rum hier. Kann ich da drauf Magie anwenden? Warte mal, wenn das hier rumliegt. Einfach nur random. Nein, scheinbar nicht. Travoy plus! Jetzt blank. Okay, gucken wir mal, ob es funktioniert. Oha, da ist was kaputt gegangen. Da können wir gleich auch ausprobieren, ob das mit der Magie funktioniert. Und? Oha. Wir zaubern jetzt richtig viel hier. Glaub mal, ich werde überall zaubern, wo es geht. Werde ich davon besser oder nicht? Jetzt ist es ausgezeichnet. Jetzt können wir es verkaufen. Wir zaubern jetzt uns selber sauber erstmal, ne? Hä? Warum gehe ich dafür raus? Ah, guck mal, das zählt sogar als Waschen. Magie, Reparatur. Bringt das auch Punkte? Ich weiß, dass Reparieren Punkte bringt. Bringt das jetzt, wenn wir zaubern, auch Punkte? So, Maria schreibt, der Vater programmiert. Braveheart ist noch glücklich. Okay. Wir schauen. Also. Was passiert? Na, Fringus. Na! Oho! Okay. Oh, Zilnoy. Und blitzblank. Voll cool. Ich mag's richtig. Magie, blitzblank. Ach nee, die räumt das schon auf. Guck mal.
Schade. Aber wir könnten Magie üben noch. Warte, erstmal was essen, oder? Du brauchst nicht zweimal essen. Oh, Junge. Jetzt habe ich schon wieder X gedrückt. Warte. Mach nochmal. So, wo war ich? Genau, okay. Wir haben noch ungefähr 10 Minütchen für die Folge. Ja, wir sind zufrieden, ne? Talentpunkte einen. Gib hart verdiente Talentpunkte für neue magische Vorteile aus. Wissen ist Magie. Dieser Sim liest und forscht schneller am Computer. Außerdem erhöht sich durch diese Interaktion das magische Wissen. Fixmix. Zaubertränke werden viel schneller zubereitet. Entladen. Dieser Sim kann jetzt entladen wirken, um die Zauberladung zu leeren. Eifriger Sammler. Dieser Sim erhält jetzt mehr Objekte, wenn er im Bereich der Magie magische Zutaten erntet. Experimentator. Beim Experimentieren und Üben erlangt dieser Sim schneller Fähigkeiten. Fehlschläge werden reduziert. Ja, finde ich gut. Das will ich. Das. Oha. Zauberladen. Aufgeladen. Zauber sind wirkungsvoller, aber die Erfolgschancen sind geringfügig niedriger. Es besteht auch die Möglichkeit, verflucht zu werden. Okay. Magie üben. Funktionale Magie. Können wir auch einfach mehr Auswahl, Magie, Blitzblank. Machen wir einfach. Wie geht's Efi? Wir können jetzt einfach alle blitzblank machen. Freundlich? Ach, ich habe keine Ahnung. Mehr Auswahl. Ich will eigentlich auch nur die sauber machen, aber es geht nicht. Okay. Ich sehe da irgendwie nie einen Fortschritt bei der Leiste, aber egal. Oha. Ein Knaffee hat sie gemacht. Ausgezeichnet. Hergestellt von Gina Palm. Dieses arabische Dessert ist eine süße und köstliche Leckerei, die sich in vielen unterschiedlichen Kulturen großer Beliebtheit erfreut. Der traditionell hergestellte Fadenteig wird mit Butterschmalz bestrichen und mit Käse belegt. Nach dem Backen wird die Knaffee mit Zuckerwasser getränkt, das mit Orangenblüten oder Rosenwasser angereichert werden kann. Abschließend kann sie mit gehackten Pistazien bestreut werden. In den verschiedenen arabischen Regionen und Kulturen gibt es viele Varianten der Süßspeise, aber sie sind alle köstlich. Super, was stand hier? Errungenschaft, Maria hat ein Buch geschrieben, das ist sehr gut. Das bedeutet, Maria kann gleich ihr Buch veröffentlichen gehen. Literaturzirkel, gute Nacht, Nachtlicht, okay. Das haben wir dann gemacht. Dann sollte Maria selbst etwas essen gehen und schlafen. So, Efi, du bist müde, oder? Warum willst du noch auf dem... Okay. Ganz ehrlich, mach dein Ding. Du scheinst mit Magie vollgepumpt zu sein, du solltest vielleicht etwas aufpassen. Okay. Zauberladung überladen. Die Magie ist noch mächtiger. Die Erfolgschance ist um einiges niedriger. Die Möglichkeit, verflucht zu werden, ist höher. Was passiert? What the fuck? Oha. Magie. Blitzblank. Oh, Borba! Ist ja nicht schlimm. Warte mal. Magische Überladung.
Ah, deswegen war Entladen wichtig, ne? So, guck mal, uns geht's wieder gut. Ich würde auch weiter üben, ehrlich gesagt. Oh, und hier können wir weiterentwickeln. Mhm. Biobenzin. Ihr kennt den Drill. Meinetwegen auch noch etwas Essenbarem wühlen. So, Maria kann direkt nochmal einen Babysitter anrufen. Ich will wirklich nicht, dass Braveheart abgeholt wird. Und ich weiß, dass ich mich wahrscheinlich schlecht darum kümmern werde, dass alles vernünftig läuft. Ist verdorben, oh. Gut, die Kinderstube kommt, sehr schön. Entschuldigung. So, was kann Maria denn tun? Ich finde, sie könnte mal schauen, ob hier alles beim Rechten ist. Die Stall säubern. Ja, hm. Lami ist weg, ne? Tja. Eva und Gina sind gute Freunde. Okay, gut, gut, gut. Wir üben noch ein bisschen. Sie ist eingeschlafen, das ist gut. Der Vater kann gleich noch pieseln. Er sollte jetzt aufhören. Pieseln, essen, schlafen. So. Ich spule mal ein bisschen. Guck mal. Hier, das sieht doch gut aus. Ach genau, und das habe ich ja schon wieder vergessen. Hier, im Teich verwalten. Der normale Barsch kommt jetzt hinzu. Die anderen hatten wir schon alle wohl. Ich weiß jetzt noch nicht, wozu wir Biobenzin eigentlich brauchen. Können wir das vielleicht nachlesen? Hm. Superdünger, cool. Von Jasmine im Rahmen der Simfrucht-Herausforderung erhaltener Spezialdünger. Hm, okay, wie haben wir den denn bekommen? Recyclingmaterial, okay. Oh, has been now. Eine Karotte, okay. War jetzt nicht so erfolgreich, ehrlich gesagt. Sind die schon gestorben, die Maden? Ein Bürowaschbecken, okay. Gertrud muss geputzt werden, aber das können wir jetzt mit Magie machen. Guck mal, das ist doch angenehm. Oha, Gehilfin auf dem Gebiet der Magie. Jetzt müssen wir noch ein paar Zauber lernen, dann können wir hier weitermachen.
Oh, wir haben 2 Talentpunkte. Okay, wir schauen schnell. Eifriger Sammler, das wäre nice. Und was geht hier? Auge der Erkenntnis. Das Forschen, Experimentieren, Lesen geht in diesem Sim schneller von der Hand. Das ist auch gut. Schalte magische Sozialaktionen mit anderen Magiern frei, um Magie-EP zu erhalten. Ja, ich weiß nicht, ob wir andere Magier brauchen. Spannungsableitung. Genügsame Kombi. Beim Brauen werden möglicherweise keine der erforderlichen Zutaten benötigt. Partikeljagd. Deswegen kann Magiepartikel immer sehen und einsammeln. Ja, ich glaube, ganz ehrlich, ich finde das hier gar nicht schlecht. So machen wir das jetzt erstmal. So. Oh, guck mal. Die grillen. Deine magischen... deine Kenntnisse der magischen Künste finden immer mehr Anerkennung. Jeder Gehilfe erhält ein magisches Care-Paket mit Gegenständen des täglichen Bedarfs. Sieh in deinem Briefkasten nach. Okay, cool. Post? Keine Post erhalten. Okay. In meinem Briefkasten nachsehen, dachte ich. Sie muss in einer Stunde zur Arbeit. Was möchte sie tun? Von zu Hause arbeiten, weiß ich nicht. Ach, sie soll arbeiten gehen, meinetwegen. Ist okay. Wenn du schlau, wenn du echt piesing und ein bisschen dich ausruhen gehst, ehrlich jetzt. Efi sollte eigentlich besser auch schlafen gehen, aber was ist hier einfach los? Die müssen wir auch noch füttern, ne? Fliegen. Cerebim. Oh, Tribal Pomeray. Yatibu. Oh. Rangoya. Oh. Yatibu. Rangoya. Oh, Tribal Pomeray. Fühlen uns sehr unwohl. Warum denn? Jetzt wieder nicht? Oh. Rangoya. Aha, guck mal. Ernten. Warte, wir machen mal den Mega-Verkauf weg. Und ernten. Kann ich die nämlich noch ein bisschen weiter verbreiten. Hat's geklappt? Schmutzig. Hat's echt nicht geklappt? Uff. Das wäre schlecht. Ich meine, wenn das nicht geht, dann können wir sie auch immer noch putzen. Ich versuch's, ja? Yatibu. Oh. Oh, Tribal Pomeray. Wir wollten noch was wieder einpflanzen mal. Ach, okay. La Schlange ist voll. So, Maria muss arbeiten. Wie wär's mit aufstehen? Ey, original, das ist der Ton, wenn sie aufwacht und verwirrt ist. Ich wundere mich, das ist echt krass. So. Okay, dann sind alle beschäftigt. Dann sind nur noch wir am Stüssel.
Mal gucken, was wir noch finden können. Oh, Espen, now. Schokoladiges Törtchen. Super schokoladiges Törtchen, okay. Weiß nicht, was das sein soll. So, das wollten wir auch machen. Pflanzen. Nö, das hat nicht geklappt. Es wurde nicht sauber. Ich weiß nicht, da müssen wir sie striegeln. Ist halt so. Ich spule mal ein bisschen. Ihr kennt es ja. Ich würde auch nochmal nach Einrichtung wühlen. Und ich würde sagen, ich würde jetzt hier auch dann die Folge beenden, wenn diese ganzen Sachen jetzt einmal durch sind. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich hoffe, wir konnten mal ein paar neue Sachen sehen. Ich liebe Gertrud. Ich liebe sie einfach. Sie, in dem Pulli sieht sie einfach geil aus. Ja, ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Falls ihr irgendwelche Wünsche habt, bitte das in die Kommentare schreiben. Dann habe ich vielleicht eine Chance, das umzusetzen. Falls ihr auch noch irgendwelche Tipps oder Tricks für mich habt, wenn ihr wisst, wo Lami ist, sagt's mir. Ja, weil ich weiß es nicht. Und ich habe schon gelesen, dass es da Bugs geben soll. Und ja, wenn Lami jetzt wirklich für immer weg ist, brauchen wir ein neues Lama. Auch da gerne könnt ihr mir irgendwie noch was dazu sagen. Habt ihr irgendwie vielleicht eine Wunschfarbe von dem Lama oder so? Keine Ahnung. Ja, ansonsten vielen Dank wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.